Bakersfield, Kalifornien, 26. September. Morgens 4:30. Früh würden die Züge in Richtung Norden gehen, hatte Mike gesagt. Und das Gelände mit den Güterzügen hatte riesige Ausmaße. Auf der Straße tun sie dir nichts, haben sie gesagt. Und waren doch eigentümlich still. Hatte sich geirrt. Erst 7 Stunden später, die Nacht bot schon lange keinen Schutz mehr und es war heller Tag, da war es endlich soweit. Wir hatten uns zu früh gefreut. Kaum waren wir drauf, wurde der Zug gestoppt. Wir waren wie erstarrt. Man hatte uns oder andere beim Aufspringen also entdeckt. Es ist natürlich bei Strafe verboten. Jeder weiß das. Und dass es jeden Tag mehr werden, die aus Geldmangel so reisen, weiß auch jeder. Und dann, wir glauben es kaum, ruckt plötzlich der Zug langsam, ganz langsam, Zentimeter für Zentimeter an. Sie waren also nicht bis zu uns gekommen. Noch einmal hatten wir Glück gehabt. Jetzt wird der Zug nicht mehr anhalten.